Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, herzlich willkommen zum Livestream hier am Sonntag. Und wir spielen heute die Themenbooster aus Ikoria. Ich habe mir einmal einen blauen genommen. Und ich habe grün. Genau. Da kommen 25 Länder dazu und dann hat man ein fertiges 60-Karten-Deck. Und wir duellieren uns jetzt damit. Im Nachgang werden die Duelle nochmal auf YouTube hochgeladen. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß. Gut. Okay. Würfeln wir anfängt? Ja. Hoch? Hoch, ja. Ich habe eine 5. Voll eine hoch. 5. Eine 7. Nein. Dann möchte ich ihn anfangen. Okay, möchtest du abheben? Ja, einmal heben ab. So, die letzte Karte auch noch. Ja, hier markiert durch markiert. Dreck. Ja, das sieht man noch, weil es dann natürlich ein bisschen schneller. Ja. Ups. So, 7 Stück. Ich nehme einen Mulligan. Okay, ich glaube, ich halte das. Okay. Ich hatte nur Länder auf. Oh. So. Beziehungsweise 6 Länder und eine Karte. Dann halten natürlich, ja, natürlich hier, ne? Mana ist schon mal da. Ja. So, mal gucken, was wir dann im zweiten Step geben. Mulligan ist ja jetzt wieder ganz normal der London Mulligan, ne? Mhm. Möchtest du abheben? Nein. Okay. Sieben. Das kann ich auch nicht halten. Okay. Woran lag es diesmal? Das war nur ein Land. Die Karten haben zwar alle nur 2 Mana gekostet, aber... Ja, das ist dann so dieses, will ich das riskieren? Genau, wenn dann das zweite Land nicht kommt, dann stehst du da. Ja. Ist kein Problem, du kannst mich ruhig gewinnen lassen. Ich nehme auch so einen einfachen Sieg. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob man es vielleicht hält, aber... Halten und Land drunter legen. Genau, ja. Das wäre dann das Spiel gewesen. So. Nächster Versuch. Ich heb immer noch nicht ab. Okay. Ja, Blau zieht ja viele Karten. Da kann man auch mal mit 5 starten. So, das kann man immer schon mal halten. Was legt man denn dann weg? Die stärksten. Okay, dann ist das der. So, dann starte ich mit 5 Handkarten. 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar. Dann legen wir los. Ich spiele eine Insel und dann bist du. Okay. Dududum. Ich spiele ein Wald und für 1 spiele ich Adventurous Impulse. Ich kann mir jetzt die obersten 3 Karten meiner Bibliothek angucken, davon eine Kreaturen- oder Landkarte offen vorzeigen und die auf meine Hand nehmen und den Rest in beliebiger Reihenfolge unter meine Bibliothek legen. So. Jo. 1, 2, 3. Mal gucken, was wir da haben. Okay. Davon kann ich eh nur eine nehmen. Das ist hier. Kreatur oder Land war das, ne? Genau. Kreatur oder Land. Und dann nehme ich diese Kreatur. Hornbarsch Mentor. 3 Mana, 3/3. Wenn ihr ins Spiel kommt, legt er eine Trampelschadenmarke auf eine Nicht-Mensch-Kreatur. Genau. Und die kann er dann später stärker machen. Stärker machen mit plus 1 plus 1 machen für 3 Mana runter. Okay. Sie. Dann bist du dran. Dann ziehen wir eine Karte, dann spielen wir eine Insel. Mhm. Und für 2 Mana kommt ein Glimmerbell. Flugfähigkeit 1/3 und für 2 Mana kann ich den enttappen. Die Glimmerquelle. Genau. Eine der stärksten Karten in dem Set. So, erst enttappen. Dann spiele ich hier mal einen Naturkundler, der ist 1/3. Ich kann den tappen, dann macht er mir ein Mana einer beliebigen Farbe. Das kann ich nur benutzen, um Kreaturen, Zaubersprüche zu wirken.
Da bist du dran. Beliebiges Mana für Kreaturen. Ja, okay. Das Battle der 1-3er hier bei uns, ne? Genau. Gut, dann spiele ich eine dritte Insel. Und dann nehme ich mal einen Frostlux. Ja. 3 Mana 2-2, wenn der Frostlux ins Spiel kommt, dann kann ich eine Kreatur meiner Wahl tappen und die enttappt in der nächsten Enttappphase nicht. Dann machst du damit mal keinen Mana. Nein. Und dann greife ich dich mal für 1 an. Oh Gott, nein. Ja, ich auf 19. Jawohl, dann bist du. Okay. So. Oh, okay, okay. Der bleibt getappt. So rum. Ich tapp das alles so rum. Okay. Für 3 spiele ich Gloostone Recluse. Das ist eine Spinne, die ist 2-3, hat Reichweite und wenn sie mutiert, lege ich 2+1+1 Marken auf sie und mutieren würde sie selbst für 4. Ich spiele sie jetzt halt als Kreatur so aus. Ne? Reichweite, okay. Ja, dann bist du. Haha, du kannst deine Glimmerqualle blocken. Dann kommt die Qualle nicht mehr durch. Und dann spielen wir eine Insel. Yay. Ja, dann bist du mal. Okay. Ziehen. Das irritiert mich so, dass meine Bibliothek jetzt da liegt, aber die habe ich da hingelegt, damit hier schön das liegen kann. Wenn du jetzt countern kannst, ne? Also, da habe ich ja schon wieder keine Lust drauf. Für 3 würde ich gerne Migratory Greathorn auf meine Spinne mutieren. Mhm. Ja? Passiert. Leg ich nach oben. Jawohl. Er selbst ist 3-4 und sagt, immer wenn eine Kreatur mutiert, kann ich meine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen und die getappt ins Spiel bringen und dann meine Bibliothek mischen. Gut, das passiert dann jetzt, ne? Genau. Ja. Und hier gehen noch 2 Marken drauf, weil ich mutiert durch die Spinne, genau. Genau, so. Dann haben wir einen 5-6er. Und hier ist ein Land. Getappt kommt das rein. Ja. Mhm. Und warte, ich mische eben. Ich hab's gleich. So, möchtest du abheben? Nein, passt. Möchte ich angreifen? Ja, ich möchte dich angreifen und zwar mit meinem 5-6 aus. Ja. Komm, wir sind noch bei 20, die 5 nehme ich mal. Ja, schön, freut mich. Dann bist du dran. Okay. Karte ziehen. Land ausspielen. 2, 3, 4, 2. Ich greife dich mal mit der Qualle an. Für 1. Nein, oh Gott, das hast du nicht getan. Ich hoffe nur. 18. Dann bist du. Okay. Wow, da kommt bei dir gerade richtig viel. Mhm. So. Okay. Dann würde ich gerne. Der sagt. Der macht Mana für einen Kreaturenzauber. Geht das? Ist Mutation auch ein Kreaturenzauber? Ja, okay. Geht auch für Mutation. Okay, gut. Dann würde ich nämlich gerne nochmal eine Gloostone Recluse-Spinne spielen. Ja. Da möchte ich mal drauf reagieren. Ja. Und zwar mit einem Antizipieren. Gucke ich mir die obersten 3 Karten meiner Bibliothek an. Mhm. Ich habe so einen Counter. Darf mir eine davon auf meine Hand nehmen und der Rest kommt drunter. So, 1, 2, 3. Dann nehmen wir das auf die Hand und die beiden gehen runter. Okay. Dann kommt die Spinne ins Spiel. Die Spinne kommt ins Spiel. Ach, jawohl. Okay, das freut mich doch. Und dann würde ich gerne für 3 noch einmal Migratory Greathorn spielen. Dieselbe Kombo, jawohl. Genau, dieselbe Kombo. Nochmal nach oben legen. Das heißt, hier gehen 2 Marken drauf und ich kann mir nochmal ein Basisland getappt ins Spiel bringen, nämlich wieder einen Wald. So, ich mische eben schnell. Mhm. Ist doch toll, ne? Dass ich das hier gleich zweimal machen kann. 2, 5, 6er ist natürlich nicht schlecht. Mutation auf der Spinne. Ja. Ja. Möchtest du abheben? Nee. Okay, dann würde ich dich gerne wieder angreifen. Und zwar mit einem meiner. Mit dem 5-6er. Ja, dann möchte ich mal ein bisschen Schaden verhindern. Ich enttappe mal die Qualle und die blockt. Okay. Weil trampeln tut er ja noch nicht. Nee, das stimmt. Ja, dann bist du dran. So, dann schauen wir mal, was das blaue Deck dagegen halten kann. Gar nichts. Gar nichts. Es wird untergehen. Gegen die rohe Gewalt von Grün. Ja.
So. Was haben wir denn hier? 5 Mana und ein 2-2 Lux. Yay! Ja, dann mega krass. Mach erstmal deinen Zug. Ja? Ja. Jetzt habe ich schon wieder so ein bisschen Angst. So, wenn Blau nichts spielt, ist immer so, ist da ein Counter? So. Dann spiele ich einen Wald. Mhm. Und dann habe ich immer noch Angst, was du machen drei möchtest. Drei Handplan hast du noch. Ja. Ja. Okay. Dann würde ich gerne einen Hornbusch-Mentor spielen. Das ist der, der die verstecken kann, wenn genau, die trampeln, das ist ne? Der, wenn er ins Spiel kommt, legt er eine Trampelschadenmarke auf eine Nichtmensch-Kreatur. Mhm. Er ist selbst 3-3 und für 3 und Tappen kriegt jede Kreatur eine +1/+1 Marke, die Trampelschaden hat. Dann lege ich mal die Marke. Ja? Okay, also der kommt rein. Ja, ist ja schön. Der kommt ins Spiel, ja. Oh, yay! Lege ich das mal auf den hier. Okay. So. Okay. Und dann würde ich dich gerne angreifen. Okay, da möchte ich drauf reagieren. Mhm. Und zwar mit einer Capture Sphere. Das ist eine Aura, die hat Flash und die tappt eine Kreatur und diese Kreatur enttappt nicht mehr. Das ist natürlich dein Trampler. Ja, leg mal eben wieder so. Ja, der wird so dann drauf. Ich tapp ihn und leg ihn an die Seite. Ja. Ja, okay, ich greife trotzdem dann mit dem anderen. Trotzdem mit 5/6er an. So, jetzt habe ich den Lux. Ja, ich nehme nochmal 5, gehe auf 10. Okay. Und dann spiele ich noch für 3 ein Excavation Mole. Der ist 3/3 mit Trampelschaden und wenn er ins Spiel kommt, muss ich die obersten 3 Karten meiner Bibliothek in den Friedhof legen. Okay. So. 1, 2, 3. Ja, wären gute Karten gewesen. Karten war, ja. Aber egal. Okay, dann bist du dran. Dann bin ich. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, 8. Schön, ne? Ja, dann machen wir einen Zug. Ja? Mhm. Ich habe hier einen Lux liegen. Yeah. Ach meine Güte, ich habe echt keinen Platz mehr. So, warte, ich muss jetzt mal eben hier das an die Seite legen. Das geht hier doch wirklich zu weit. Der kommt vorbei wahrscheinlich. Ja, ich glaube nicht, dass ich das jetzt so zerstören kann. Obwohl, grün kann ja auch Verzauberung kaputt machen. Ja, aber ich muss es erst mal ziehen. Das stimmt. Jetzt komm. Ah, schade. Aber das ist auch gut. Ja. Ich möchte dich gerne angreifen. Mach das mal. Ja? Mhm. Du hast 10 Leben, ne? Ich hab 10 Leben, ja. 2 Blocken. Ich kann 3. Ja, sorry. Ja, ja ein Blocken. Ich möchte gerne mit allen einmal angreifen. Mit allen? Ja. Ja, ich block mal dein mutiertes Viech, dein 4-6er. Mit dem Lux. Mhm. Dann 5-6, Entschuldigung. Würde ich gerne Fully Grown spielen und meinem Beast +3/+3 geben und es kriegt eine Trampelschadenmarke. Also hat er noch Trampelschaden. Dann trampelt er auch noch. Ja. Tja. Dann? Nein, nicht dann. Ja. Nee, dann, wie viel Schaden ist das denn dann? Also hier, der 8. geht dann auf 8, also kriegst du da noch 6. 7, und das 8. sind dann. Ja, es sind genug auf jeden Fall, wenn du jetzt. Ja, dann gehen wir mal ins zweite Spiel. Ja, okay. Du hattest doch irgendwas auf deiner Hand. Und so, ja, okay, gut. Will ich darauf reagieren? Nein. Ja, da hat man es gemerkt, dass dann auf jeden Fall 2 Karten gefehlt haben. Und dann habe ich sehr viel Länder nachgezogen. Oh, das tut mir aber so leid. So ist das manchmal. Ich hatte einen guten Start und ein gutes Deck und jo, nein, ich glaube, ich habe einfach nur gewonnen, weil ich so talentiert bin. Darum wird es liegen. Ja. Ja. Ich kann aus den schlechtesten Karten die besten Karten machen. Was ist das so? Ist die Qualle bei dir besser? Ja. Ach so, okay. Mir wird die Qualle auf einmal 10-10, unzerstörbar. Flugfähigkeit intakt. Trampelschaden, ja, Wachsamkeit hier. Natürlich. Möchtest du anfangen? Ich möchte nochmal anfangen, ja. Was? Sollen wir hier mal irgendwie so eine 1 hinlegen? Genau, für mich, ja auf dein Deck legen hier. Ich gewonnen habe. Ich leg das davor. Du legst das da hin? Willst du uns noch mehr Platz wegnehmen? Ja, ich nehme mir noch mehr Platz weg. Okay. Da kommt Chris nicht mehr raus. Nee, das war ein bisschen
zu wenig, was das blaue Deck hier gezeigt hat. Ich hoffe, das sieht diesmal anders aus. Nee, mir hat das eigentlich schon gefallen gerade. Ich leg dir mal die Karte nach oben. Oh, das ist jetzt die ultimative Hammer, Karte. Ne? Ja, ich möchte. Nein, ich möchte nicht abheben. Das ist die Karte, die dich am Ende so mega krass fertig macht. Ich muss mir merken, welche es ist. Ja, genau. Ja, okay, wahrscheinlich macht sie dich nicht fertig. Aber ist so. Eigentlich gut. Also, diesmal kann ich auf jeden Fall schon mal die 7 erhalten. Ich halte auch. Dann spiele ich eine Insel und du bist. Mhm. Dann ein Wald und Adventurous Impulse. Gucke ich mir nochmal die obersten 3 Karten an, kann davon eine Kreatur oder Landkarte offen vorzeigen, die auf meine Hand nehmen, Rest in beliebiger Reihenfolge unter die Bibliothek. Und dann nehme ich hier mal so eine kleine Kreatur. Der ist auch schick. Ja. Der ist toll. So, das geht weg, das geht auf meine Hand, dann bist du dran. Ja. Dann bist du. Ja, du bist. Alles klar. So, dann spielen wir mal alten Bekannten. Ja, die Qualle. Und du bist. So, dann spiele ich auch einmal den Essence-Symbiont. Jawohl. Der ist 2/2 und sagt immer, wenn eine Kreatur, die ich kontrolliere, mutiert, leg eine +1/+1 Marke auf die Kreatur, dann bekomme ich 2 Leben. Und wir müssen hier noch... Resetten. Oh, Spielfehler. Nichts passiert. So, nichts passiert. Ja, du bist dran. Steht wieder hier 2020. Ja. Gut. Karte ziehen. Land ausspielen. Mhm. Frustlocks. So. Du hast eine Essenz im Blocken. Ja. Krasse Karte. Ich mach mal einen Schaden. Okay. Sein, ich hab 19. Nein, ich kann leider nicht blocken. Der fliegt ja. Genau. Dann bist du. Okay. So, ein Wald und dann würde ich einmal einen Maulwurf spielen. Der ist 3/3 Trampelschaden. Wenn er ins Spiel kommt, lege ich die obersten 3 Karten meiner Bibliothek in den Friedhof. Also der den gerade. Sehe ich dir mal. Das hatte ich gerade gesehen, das muss ich runter. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Wieso willst du den noch neutralisieren? Ja, der ist also neutralisiert mit einem Neutralize. Counter-Target Spell. Ja, dann komme ich noch für 2. Genau, damit hier nicht wieder so früh so viel Power rumrennt. So gemein. Ich weiß. Dann bist du. Ich würde richtig loslegen jetzt und dann machst du die einfach weg. So. Mhm. Tja, ich kann nicht so wirklich nachlegen. Ich mache weniger Schaden als du immer, das ist doof. Nein, greif ruhig an, ist okay. Nee, dann bist du. Okay. Ich würde gerne angreifen. Ja, mach mal. Gut, dann greife ich mal an. Für 2, ich bock mal. Dann würde ich gerne Fully Grown spielen und der Kreatur +3/+3 geben und Trampelschaden. 5/5, dann gehen 2 Schaden drüber. Yay! Und dann bist du dran. Okay, Karte ziehen. Insel. Mhm. Dann mach deinen Zug. Okay. Wahrscheinlich sind auf deiner Hand nur Kreaturen-Counter oder so. Und du wartest nur darauf, dass ich meine nächste Kreatur spiele. Ich würde dich gerne angreifen. Mach das. Für 2. Würde ich nehmen. Okay. Und dann... eins, zwei, drei würde ich für 5 gerne einmal ein Auspicious Steryx spielen. Der ist 6/6 und der macht irgendwie, wenn er mutiert. Wenn er mutiert, exiliere ich die obersten X Karten meiner Bibliothek und X ist die Anzahl an Mutationen und die Permanent Karten kann ich dann ins Spiel bringen. Ja, den neutralisieren wir dir mal. Nein. Mit einem Essence Getter, Counter Target Creature Spell. Ich wusste, dass du sowas hast. Ja, okay. Dann bist du. Na nicht. Das ist das Böse an Blau. So. Eine Insel. Mhm. Dann mach deinen Zug. Kannst du nicht irgendwas spielen oder so?
So, okay. Dann versuchen wir das doch nochmal. Spiele ich den nochmal, aber jetzt würde ich den gerne an mein Essence Symbiont mutieren. Mhm. Es sei denn, du möchtest da was neutralisieren. Mach mal. Ja? Okay, ich lege den nach oben. Kann mir jetzt die oberste Karte ins Exil schicken und dann die ins Spiel bringen. Wenn es ein Permanent ist, ist es ein Permanent. Ist natürlich auch ein 6-6er. Nice, ne? Der kommt ins Spiel, ich kriege 4 Leben. 1, 2, 3, 4. Und hier geht auch noch eine +1/+1 Marke drauf und ich kriege noch 2 Leben. Ganz also genau, ja. Bin hier auf 25. Der ist 7-7 Trampelschaden. Dann greif mal an. Ja, mache ich auch. Dann gehe ich auch 7. Okay, da bist du. Du musst doch irgendwas auf deiner Hand haben. Du hast doch so viele Handkarten. Guck mal, wie viele Länder ihr habt. Ja, ich ziehe hier aber auch echt gut Länder. Also. Ich cycle meine Karte. Okay, mach das. Startling Development. Kann man für einen cyclen und der könnte sonst für, bis Ende des Zuges, eine 4-4er aus einer Kreatur machen. Aber ich muss ja hier irgendwas ziehen. Ja, gut. Glimmerquelle. Anticipate. Ich ziehe mal 3 Karten und behalte davon eine auf der Hand. Mach das. Auch das ist eine einfache Entscheidung. So. Ach, dann so Land und irgendeine andere Karte. Genau, so war es auch. Dann Facet Reader. 1-2. Für einen meiner Tappen kann er eine Karte ziehen und eine Karte abwerfen. Okay. Dann bist du. Okay. Jetzt ist so die Frage, überlebst du das noch? Schau mal. So, ich spiele einen Wald. Für 2 spiele ich noch ein Essence Symbiont. Und für mehr Mutationen? Ja. Und dann würde ich dich gerne angreifen. Mach mal. Und zwar mit beiden. Der trampelt nicht, der 6-6er, ne? Noch nicht. Nee. Noch nicht. Das sind 7? Das sind 7. Tja, dann muss ich ja den blocken. Dann würde ich gerne... Aber selbst dann gerne... nicht tun. Trampelt ja alles drüber. Ach ja, das trampelt, ja, dann muss ich das gar nicht machen. Weil dann ist das dein Game. Bam, ich mach hier mal eine 2 raus, ne? Mach mal eine 2 raus. Junge, Junge, ich zieh hier nur Länder nach. Oh, das tut mir so leid, Mann. Ach, das gibt's doch gar nicht. So schade. Durch das Anticipate habe ich auch noch 2 Länder weggeschaffelt. Wie mischst du auch? Was machst du denn da, ey? Gibt's doch gar nicht. So, dann legen wir die hier nochmal aus. Aber die mutierten Kreaturen sind auch ziemlich stark. Ja, das stimmt. Also Mutation ist so oder so schwer gegen dein grünes Booster hier was gegenzulegen. Aber wenn ich mal was anderes finde außer Länder, dann klappt das vielleicht mal. Glimmerquallen. Genau. So, bitteschön. Jetzt denken wir mal dran, rechtzeitig das da zurückzudrehen. Genau. Ein drittes Match. Ja, das geht ja relativ flott hier. Ja. Aber ohne Gegenwehr, ne? Ja. Tja, so kann das manchmal gehen. Ja. Möchtest du wieder anfangen? Ich fange wohl auch an, also, ne? Ich fange auch das dritte Match gerne an. Ja, so kann das bei Magic auch mal gehen, dass man halt nur Länder zieht. Ja. Ne? Sei es jetzt drum, weil ich schlecht gemischt habe oder einfach, weil ich Pech habe. Pech. Kann passieren. Oder weil Jenna nicht abheben möchte. Ja, das ist meine Taktik. Ich kann so mit dieser Brille kann ich so durch die Kartenhöhlen gucken und sehe, welche Karte wo liegt. Ja. Und dann hebe ich nicht ab, damit es so schön schlecht bleibt. So. Dann wollen wir noch einmal gucken hier. Ich hebe die ab, weil du ziehst mir immer zu gut. Nein, aber vielleicht sind das meine einfach Taktik. So krasse Karten. Ja, ich hebe mich ab. Schade. Und jetzt wieder nur Länder. So, Runde 3. Oh, oh, oh.
Ja, ich halte mal. Okay, ich lächle. Du hältst nicht? Ja, du hast zu schlecht abgehoben. Was machst du denn? Grün, beste Farbe. Ja. Hammer gezogen, Jenna. Ja, ja, ja. Grün ist am besten. Ja. Möchtest du abheben? Ja, selbstverständlich. Ah, toll. Also so, das letzte Mal war die Karte ein Land, die du nach oben gelegt hast. Das ist ja schon mal gut, es sei denn, du brauchst es. Ja. So. Ja, ja, komm. Oh Gott, mal gucken. Vielleicht wird das ein 2-1. Ja, ich spiele erstmal eine Insel und bin dann fertig. Okay. Ah, es ist gerade automatisch besser geworden. Sehr gut. Ich spiele einen Wald, dann bist du. Okay. Dann spiele ich für 2 Mana, eine Verzauberung. Es ist mal nicht die Kolle. Und zwar, immer wenn ich eine Karte ziehe, dann kommt eine Marke auf die, was ist das, Ominous Seas. Mhm. Und wenn ich 8 Marken remove, dann kriege ich einen 8-8 blauen Kartentoken. Also immer nur, wenn du eine Karte ziehst, ne? Immer wenn ich eine Karte ziehe, dann. Okay. Okay. Dann bist du. Okay. Dann ein Sumpf. Und jetzt der Grund, wieso ich überhaupt schwarze Länder drin habe, ist nämlich Chevel, Bane of Monsters. Der ist 1-3 mit Todesberührung, sagt zu Beginn meines Versorgungssegments, wenn ein Gegner keine Permanent kontrolliert, auf der ein Bounty-Counter drauf liegt, lege ich da einen drauf, also auf eine Kreatur oder auf einen Planeswalker. Mhm. Und immer wenn dann eben ein Planeswalker oder eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, auf der so ein Counter drauf lag, kriege ich 3 Leben und ziehe eine Karte. Okay. Okay. Dann bist du. Gut, 1-3 Distouch hatte erstmal. Ja, ne? Genau. Okay. Karte ziehen. Erste Marke. Ja. Land aufspielen. Ja, das ist eine Hexerei. Dann spielen wir das mal so. Of One Mind. Draw 2 Cards. Kostet 2 weniger, wenn man einen Menschen und einen Nicht-Menschen kontrolliert. Tue ich halt nicht. Aber dann zahle ich halt die vollen 3. Ziehe 2 Karten. Mhm. Dann gehen hier 2 weitere Marken drauf. Dann sind wir schon bei 3. Das geht mir hier zu schnell. Okay. Dann kommt bei mir ein Wald. Und ich greife dich mal für 1 an. Nehme ich. Geht 19. Wow, dann bist du dran. Wie, was ist das denn? Gar nicht für 5 zu bauen hier? Ah, Okay, dann kommt die 4. Marke drauf. Mhm. 4. Land. Und dann mach mal deinen Zug. Okay. So, dann würde ich hier einmal ein Wildschwein spielen. Das ist 4-3 und kann nicht von mehr als einer Kreatur geblockt werden. Das möchte ich gerne neutralisieren. Mann. Wieder mit einem Neutralize. Okay. Counter Target Spell. Dann komme ich für 1. Yay. Ja, 18. Wer bist du? So, Karte ziehen. Marke drauflegen. Sind wir bei 5 Marken. Land ausspielen. Mhm. Destouch hat er, das gefällt nicht so. Ich finde das gar nicht so schlimm, dass er das 8 Haken auch nur einmal gegen, ne? Mhm. Ich mach das mal so. Nochmal One of Mind. Nochmal 2 Karten ziehen. Geht das schon auf 7? Krass. Willst du da vielleicht mal so einen großen Würfel drauflegen? So einen? Ja, kannst du gerne machen. Yay. 7, okay.
Succulente haben wir gespielt. Dann bist du. Okay. Vielleicht hätte ich doch nicht halten sollen, ey. Land. Mhm. Und dann würde ich gerne angreifen. Jawohl. Für eins. Für eins. Machen das jetzt einfach 17 Runden noch weiter so. Ja, 17. Dann bist du. Am Ende deines Zuges möchte ich gerne eine Karte cyclen. Mhm. Das ist Frostvale Ambush. Damit hätte ich zwei Kreaturen von dir tappen können. Die hätten dann beim nächsten Mal nicht enttappt. Aber ich mache das Cyclen, damit ich natürlich noch eine Karte ziehe. Dum, dum. Und dann nehme ich die 8 Marken runter und kriege einen 8-8 Kraken. Haben wir hier den Ego-Tokens? Ja, warte. Ich kann mal gucken, ob wir hier einen Kraken haben. Wir haben auf jeden Fall einen Hai und eine Ziege. Und Tentakel. Ist auf der anderen Seite auch was drauf? Nein. Ein Mensch. Dann müssen die Zettel her. Willst du das da? Ja, gut, schön. Krake. Acht. Wow. Gut, ne? So. Dann gehe ich in meinen Zug. Ja. Toll, dann kann er mich jetzt gleich schon angreifen. Sinn der Sache. Da geht wieder eine Marke drauf. Genau, dann geht jetzt wieder die erste Marke drauf. Nicht fünf, eine. Eine. Bitte nicht fünf. So, sechstes Land. Ja, dann spielen wir auch mal wieder einen alten Bekannten, einen Frostluchs. Dann darf der gleich nicht Qualle tappen. Und dann komme ich mal mit 8 vorbei. Yay! Dann bist du. Ich habe 12. Na toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für 6 spiele ich einmal ein Ivy Elemental. Das kommt mit x Marken ins Spiel und das sind 5 in meinem Fall. Dann zahlen wir 4 Mana mehr, ansonsten wird er neutralisiert. Das ist ein Convolute. Oder Convolute. Du bist so gemein. Hat sich endlich mal was kein Land ist und du machst es weg. Ja, da bist du dran. Okay. Gut. Karte ziehen, Marke drauflegen. Siebtes Land. Ja, ich habe den Trigger vergessen. Trigger? Ach, von dem Mountain? Ja, aber ist jetzt... Kannst du mir also nicht drauflegen noch. Nee, komm, wir legen den Trigger nochmal drauf, oder? Haben wir denn einen Bounty-Counter? Das wird auch schwierig, oder? Nein, natürlich nicht. Ja. Ich dachte, ich für 10 an. Ja, ich bin jetzt eh tot, also... Und dann lege ich nochmal einen 7-7 da hinterher. Ja, dann können wir auch ins nächste... Ja, komm, wir gehen ins nächste. Okay. Guck mal, jetzt kriegst du ja auch eine 1 zollen, ne? Wunderbar. Schaffen wir noch ein Duell? Ja, wir schaffen noch ein Duell. Ja, wir sind so schnell. Genau. Ah, okay. Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie du dich fühlst, wenn man so doof zieht. Einmal nur Linda. Ja. Ja, die Verzauberung ist ganz witzig, die sieht man jetzt halt auch in den Cycling-Decks. Ja, relativ häufig. Ziemlich gut. Dass die halt dann 8-8er ausspuckt. Ich hoffe, du ziehst sie nicht nochmal, ja, ne? Vor allem, wenn man sie halt dann Turn 2 schon hinlegen kann, dann ist das natürlich ganz praktisch. Und dann noch so Karten hat mit, hey, lass mich nochmal ein paar Karten extra ziehen. Ja. Ich möchte anfangen jetzt. Genau, ja, das hatten wir auch noch nicht. Ja. Dann, bist du mal dran. Ich hebe natürlich ab. Ich hebe natürlich nicht ab. Alles klar. So. So, viertes Match. Ich glaube, ich halte das mal. Nein? Ist so... Also Land. Ich halte. Ei.
kann ich machen. Dum, dum. Jetzt geht's wieder los. Jetzt sehe ich wieder gut und du wieder doof. Ja, ich hatte wieder nur einen Land. Das hat zwar alles nur 2 Mana gekostet, hätte man vielleicht riskieren können. Aber wenn man dann 2-3 Mal keinen Land zieht, dann ist das Spiel halt auch schon direkt vorbei. Mhm. Deswegen? Mulligan. Yay. Mulligan. Und jetzt nur Länder. Ich hoffe nicht. Aber nur Länder sind besser als keine Länder. Ja, da kann man wenigstens was spielen, oder? Ja. Es sei denn, man zieht nur Länder nach. Das ist dann auch doof. So. Du hebst ja nicht ab. Ich heb nicht ab. Wir müssen den Counter wieder resetten. Ja, gut, dass du sagst. So, eine Karte muss weg. Das kann ich nämlich auf jeden Fall schon mal halten. Mhm. Weg. Okay. Dann fangen wir an. Mhm. Wald und du bist dran. Insel und du bist dran. Mhm. Ein Sumpf und dann bist du dran. Insel. Mhm. Qualle. Dum, dum. Da bist okay. Du. 1-3 Flugfähigkeit. Für 2 Mana kann ich die hier enttappen. So, bei mir kommt ein Wald und für 3 Gloostone Recluse. 2-3. Reichweite, genau, Reichweite war's. Und wenn sie mutiert, lege ich 2+1+1 Marken auf sie. Eine Spinne gegen die Qualle, na gut. Ja, da bist du. Ich habe die perfekte Antwort auf deine Karte. Greif dich mal an. Block. Okay. Dann gibst du dir jetzt +10/+10 und Trampelschaden. Dann wird aus der Glimmerquelle ein 4-4er. Das ist Starling Development. At the end of turn, target creature becomes a blue serpent with power and toughness 4-4. Du bist gemein. Lass die Spinne weg. So, du bist angefangen, Land habe ich gespielt. Dann bist du. Mhm. Ein Wald. Und dann noch eine Spinne, weil es so schön war. Okay. Und dann bist du dran. So, Insel. Tja. Dann machen wir mal so ein Frostlux, tappen deine Spinne weg. Ja. Die enttappt dann gleich nicht und dann gibt's einen Schaden. Nein! Geh ich auf 19. Dann bist du. Okay. So. Das ist doof jetzt. Ich spiele für 2. Ja. Ist da irgendwas in den Kommentaren? Nee, okay. Ich spiele für 2 einmal Ramthrough. Das sagt, eine Kreatur, die ich kontrolliere, fügt einer Kreatur, die ich nicht kontrolliere, Schaden in Höhe ihrer Stärke zu. Und dann fügt meine Spinne mal 2 Schaden beim Frostlux zu. Okay. Mehr kann ich leider nicht machen, dann bist du dran. Alles klar. Land ausspielen. Mhm. So, dann. Greife ich dich für 1 an. Nein, ich auf 18. Weil dein Frostlux ja nicht blocken kann. Hm. Ach, dein Frostlux sei schon deine Spinne. Ich nehme wohl auch einen Frostlux, also. ja, dann machen wir deinen Zug. Okay. So. Ein Wald. Mhm. Dann würde ich gerne einmal angreifen für 2. Nehme ich. Und dann würde ich gerne für 5 einmal einen 6-6er spielen. Kommt der rein? Kommt der nicht rein? Erstmal reagiere ich drauf.
Ja. Mit einem Antizipieren. Da kann ich mir wieder die obersten drei Karten anschauen. Eine davon auf die Hand. Zwei drunter. Alles Counter. die kommt auf die Hand. Die beiden gehen drunter. Mhm. Und dann? Und dann counterst du ihn nicht und er geht einfach rein. Der resolved. Ja? Ja. Okay, dann lese ich ihn nochmal vor. Er ist 6-6, immer wenn er mutiert, excite ich die obersten X Karten. X ist die Anzahl an Mutationen an der Kreatur und die Permanents, die ich exiled habe, kann ich dann ins Spiel bringen. Genau. Genau. Und dann bist du dran. Ich habe angegriffen, ne? Ja, ich habe angegriffen. Hast du, genau. So, mach ich noch was? Ne. Dann gehe ich in meinen Zug. Okay. Okay. Land. Mhm. Möchtest du wirklich angreifen? Ja. Für eins. Ich habe 17. Das ist gar nicht so einfach, die Entscheidung. Der eskaliert immer so schnell, wenn er dann irgendwas mitbringt. Mhm. Ja, komm. Ich muss auch mal was legen. Und zwar ein Wingfold Pteron. Mhm. Der ist 6 Mana 3-6 und wenn er ins Spiel kommt, dann darf ich entscheiden, ob der Hexproof kriegt. Also eine Hexproof-Marke oder eine Flugfähigkeit-Marke. Ich nehme eine Flugfähigkeit-Marke. Die haben wir hier. Okay. Zock. Dann ist das jetzt ein 3-6 Flieger. Mhm. Und dann bist du. Okay. Dann tapp ich mal. Und dann schauen wir mal, was du da fabrizieren kannst. Für 4 spiele ich ein Wildschwein. 4-3 kann nicht von mehr als einer Kreatur geblockt werden. Und dann würde ich dich gerne angreifen mit meinem 6-6er. Mit einem 6-6er, ja, die nehme ich mal, die auf 12. Okay. Dann bist du dran. Junge, Junge, auch diese großen Kreaturen. Ja, das macht halt grün, es legt halt große Kreaturen. Mach mal deinen Zug. Ja? Ich bin fertig. Ja. Oh, okay. Ich dachte, du würdest angreifen oder so. Verdächtig. 12 Leben hast du noch. Dann würde ich doch gerne einmal wieder angreifen mit meinem 6-6er. Bevor du in dein Combat gehst. Oder ja, ich möchte in mein Combat gehen. Mhm. Tapp ich dir 2 Kreaturen und die enttappen gleich nicht. Du Monster. Einmal der. Ja. Und damit ich drüber fliegen kann, die Spinne. Okay. Ja, dann möchte ich mal nicht angreifen, aber dann spiele ich noch. Die enttappen gleich nicht, ne? Mhm. Ach, das ist doch gemein. Ich spiele ein Ivy-Elemente, was mit 4 Marken ins Spiel kommt. 4-4. Yep. Okay. Und dann bist du dran. Karte ziehen. So, die enttappen gleich nicht. Und dann hast du eine 4-4er und einen 4-3er. Ich greife mal mit der Qualle an. Nein, geh auf 16. Dann bist du. Okay. So, die enttappen nicht. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, so könnte ich das auch machen.
Für 3 spiele ich einmal Charge of the Forever Beast. Als zusätzliche Kosten muss ich dir eine Kreatur aus meiner Hand vorzeigen und dann fügt der Zauberspruch einer Kreatur oder einem Planeswalker, die du kontrollierst, Schaden in Höhe der Stärke der Kreatur zu. Okay. Boom. Und dann zeigst du gerne, vor, das wären dann 6. Ja, ich würde gerne, wenn du darauf nicht reagierst, deinem Flieger, dem fetten Flieger, das sind die Spruchkosten, die du jetzt, und dann wählst du als Target, wählst du meinen dicken Flieger. Ja. Und da möchte ich dann drauf reagieren. Und zwar mit Keep Safe. Mhm. Counter Target Spell, the targets a permanent you control. Mhm. Sprich, das Ding ist gekontert. Und ich darf eine Karte ziehen. Okay, jetzt weißt du auf jeden Fall, dass ich den auf meiner Hand habe. Toll, ne? Nochmal. Yay. Okay. Möchte ich sonst noch was machen? Ja, ich möchte einmal angreifen. Und zwar mit beiden. Der eine ist 4-3, der andere ist 4-4. 4-3 und 4-4. Den 4-3er würde ich dann mit dem Pteron blocken. Ja. Dann kriegst du noch 4. Es sei denn, du willst noch irgendwo drauf reagieren. Ich schon auf 8. Tja, dann nehme ich 4 und gehe 8. Okay, der stirbt und dann bist du dran. Jetzt gleich enttappen die aber wieder, ne? Jetzt gleich enttappen die wieder, genau. Okay, es sei denn, du machst da wieder irgendwas drauf. Gut. Irgendwie passt mir das nicht, aber du hast dann zu viele Trigger, wenn du mutierst. Deswegen gebe ich dem mal minus 2, minus 0. Also erstmal ist das eine Aura, Flash. Und am Ende deines Zuges. Mystical Subdual. Enchanted Creature gets minus 2, minus 0 and loses all abilities. Dann geht also der Trigger da nicht mehr. Okay, minus 2, minus 0. Okay. Dann gehe ich mal zurück. Mhm. Kann es ziehen. Mhm. Hm. Bei dir ist alles getappt. Ich habe nur noch 8. Ja, einmal für einen. Nein. Dann mach mal deinen Zug. Dann würde ich gerne am Ende deines Zuges Wild spielen und hier die Verzauberung zerstören. Ja, dann ist das so. Ja, okay. Kann ja sein, dass du darauf reagieren kannst. Ja. Okay, dann enttappe ich all meine Kreaturen. Ach, ist das schön. So. Und dann Leben. Du blockst den. Ja, ich greife dich einfach mal an. Mhm. Also okay. Ich möchte in meine Kampfphase gehen. Ja, mach mal. Dann komme ich mal mit allen. Mit allen. Mit allen. 4, 4, 6, 6 und 2, 2 3. 3. Genau. Aua, aua. Gut, den 4-4er kann ich leider nicht hochblocken, schweige denn deinen 6-6er. Die 2 Schaden verhindere ich mit dem Mystic Subdual, dann kriegt die minus 2, minus 0 und verliert ihre Fähigkeit. Mhm. Tja. Was können wir denn noch machen? Ja, ich block deinen 4-4er und nehme 6. Ja, okay. Und dann, der überlebt ja noch, ne? Ja. Genau. Spiele ich hier nochmal einen Maulwurf mit Trampelschaden 3-3. Wenn der ins Spiel kommt, lege ich die obersten 3 Karten meiner Bibliothek in den Friedhof. Mhm. Mache ich das mal. 1, 2, 3. Schöne Karten. Aber geil, du hast eh nur noch 2 Leben. Ein 3-3 Maulwurf. Ja. Kann ich mir hier noch Schickes machen? Ja, erstmal gehe ich in meinen Zug. Mhm.
So. Ah, das kommt alles ein bisschen zu spät. Schade. Das tut mir aber leid. Ich habe nur noch 2 Lebenspunkte. Mhm. Du kannst doch einfach aufgeben, komm schon. Lass uns ein 3-1 draus machen. Wenn ich das mache, dann hast du gewonnen. Und bei dir ist ja 0. Trotzdem gewonnen? Das reicht nicht. Ja, dann ziehe ich mal 2 Karten. Mhm. 2 Länder. Wow! Erstmal Land spielen. Tja, dann machen wir deinen Zug. Okay. Dann enttappe ich hier mal alles. Zieh. Aha. Ein Wald. Das ist sogar ganz gut, denn dann würde ich gerne mutieren auf meinen Trampelschaden-Malwurf, und zwar nach oben. Möchtest du das mal countern? Oh, du bist so gemein. Ja. Okay, das geht weg. Das ist jetzt aber auch egal. Ich greife mal mit allen an. Genau, also ich kann den stärksten Kreaturen blocken, krieg trotzdem 3 Schaden. Dann gehört das Match dir. Yay! 3-1. Okay, eins schafft. Also, nächstes schaffen wir jetzt auch nicht mehr. Ist nur 1 Minute, ne? Das krieg ich hin. Ich schaff das. Okay. Oh, ho, ho. Ja, ich habe da noch so einen 7-7er nachgezogen, hätte die einen wegtappen können. Aber ich wusste ja noch, was du auf der Hand hast. Dann wäre die Mutation gekommen und das hätte auch gereicht. Ja. Grün ist Schade. Einfach besser. Grün, ja, das war schon ein ziemlich guter Booster, den du hast. Ja, ja, ne? Aber auch hier, wir haben, glaube ich, die Rares nicht gesehen, ne? Doch, du hast einmal diesen Multikarte ausgespielt. Ich habe den grün-schwarzen, ja. Genau. Den Cheville. Und du hast anscheinend irgendeinen Hai. Hast du das Video geguckt? Ja. Nein, habe ich nicht, aber Julian hat mir das erzählt. Der kam erstmal nach Hause. Tina, wir haben das alles geöffnet und das ist da drin und das ist da drin. Ja, aber ich musste erst meine Farbe aussuchen, bevor ich wusste, was rot ist. Ja, das, also. Das mussten wir alle. Ja. Wäre sonst unfair. Ah, dann können jetzt eigentlich die anderen schon kommen. Und hier können wir resetten. Zurück. Okay. Gut. Coole Matches. Du musst zumindest eine Abmoderation machen. Ja? Ja. Okay. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und wir laden die Videos im Nachgang noch auf YouTube hoch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da oder einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.